DDR-Grenzzaun bei Lüderbach als Erinnerung an die unselige Zeit der Teilung Deutschlands zwischen Ost und West. Hier auf dieser Seite patrouillierten die DDR-Grenzer auf dem sogenannten Patrouillenweg bzw. Kolonnenweg. Da drüben war der Westen. Keiner der DDR-Bürger konnte diese Grenze überwinden. Es wurde verhindert durch das unselige und dann später weggefegte DDR-Regime. 1989 hat sich die DDR-Bevölkerung erhoben und das Regime quasi weggefegt. Danach kam durch die Einsicht der Westmächte dann die Vereinigung von Ost und West. Das DDR-Regime war dann Geschichte. Hier der Zaun bei Lüderbach bleibt bestehen, um auch spätere Generationen an dieses unselige Teilen von Deutschland zu erinnern. Das ist der Zonengrenzzaun bei Lüderbach. Undurchdringlich dieser Zaun bis 1989, die friedliche Revolution den Zaun durchlässig machte und jetzt rollt der Verkehr von Ost nach West und von Ost nach West und West nach Ost.